Ich wollte mir mal neue Ski kaufen gehen. Wir könnten doch nachher mal alle zusammen ins Einkaufszentrum. Ja, das könnten wir machen. Bekomme ich auch neue Ski? Ich will auch mal Skifahren lernen. Ich glaube, Lena, deine Skischuhe passen noch. Wahrscheinlich brauchst du dann erst nächstes Jahr neue. Dann gehen wir lieber gleich einkaufen, dann ist noch nicht so viel los. Wo müssen wir denn hin? Ich glaube, nach oben. Wartet mal, hier gibt es Handschuhe. Lena, du brauchst doch neue. Oh ja, die gelben da. Die sind zwar hübsch, aber die passen farblich überhaupt nicht zu deinem Schneeanzug. Dann vielleicht die weißen? Probiere sie mal. Ja, die passen. Ich kann gar nichts sehen. Wir gehen sowieso gleich weiter, Anna. Also gut, dann nehmen wir die Handschuhe. Und ich finde vielleicht noch eine Mütze für mich. Du kannst ja noch schauen. Wir gehen schon mal in die Sportabteilung. Ist gut. Cool, was ist denn das da? Das ist wohl eine Spielecke für Kinder. Da ist sogar eine kleine Rutsche. Ja, komm, wir gehen weiter. Ach nein, die Mütze sitzt irgendwie nicht. Schade, nichts Passendes dabei. Guten Tag, ich suche ein paar Ski für mich. Ja, schauen Sie mal diese hier an. Ja, die sind toll. Oh ja, die sehen schön aus. Sind die denn auch qualitativ gut? Schau mal, Anna, da gibt es pinke Ski. Solche würden mir gefallen. Oh ja, aber sie sind leider zu groß für mich. Ach, Papa redet nur die ganze Zeit mit dem Verkäufer. Ja, das ist langweilig. So, da bin ich wieder. Mama, dürfen wir in die Kinderspielecke da drüben? Ja, von mir aus. Aber ihr müsst dort bleiben, irgendwo anders hingehen, ja? Ja, okay. Cool, komm, wir rutschen mal. Hui. Ich rutsche auch. Ah ja, sie sind am Rutschen. Was ist das hier eigentlich? Eine Umkleidekabine. Ich geh mal rein. Cool, so ein riesiger Spiegel. Da sieht meine Haut irgendwie so braun aus, wie im Sommer. Das ist bestimmt ein besonderer Spiegel. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Skifahren. Danke. Danke. Auf Wiedersehen. So, dann haben wir schon alles. Gehen wir die Kinder holen. Anna, Lena. Sie sind weg. Michael, die Kinder sind weg. Was? Wo sind die denn hin? Bestimmt in die Spielwarenabteilung. Lass uns ganz schnell dort nachschauen. Ich sehe sie nicht. Sie sind nicht da. Du meine Güte. Mama und Papa sind nicht mehr da. Oh nein. Was machen wir denn jetzt? Sind sie nach Hause gegangen? Nein, das glaube ich nicht. Vielleicht sind sie an der Kasse und wollen die Ski bezahlen. Da hast du recht. Komm, wir gehen an die Kasse. Nein, sie sind nicht da. Müssen wir jetzt für immer hier bleiben? Nein, aber was machen wir jetzt? Ich bin ja da. Anna, du musst nicht weinen. Wir müssen eine Verkäuferin fragen. Hallo Kinder, ist alles okay bei euch? Nein, wir haben unsere Mama und unseren Papa verloren. Können Sie uns helfen? Kommt mal bitte zu mir hinter die Kasse. Ich mache eine Durchsage. Wie heißt ihr denn? Anna und Lena Hauser. Anna und Lena suchen ihre Eltern. Bitte melden Sie sich an der Kasse im Erdgeschoss. Zum Glück. Oh, schnell an die Kasse. Ach, da sind sie. Lena, Anna. Mama, Papa. Ich hatte solche Angst um euch. Ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Wir waren doch nur kurz in der Umkleidekabine. Und wir haben euch überall gesucht. Das habt ihr gut gemacht, dass ihr hier zur Kasse gegangen seid. Jetzt gehen wir aber schnell nach Hause. Ach herrje, wir haben noch gar nicht bezahlt. Entschuldigen Sie, kommen Sie mal bitte zurück. Vor lauter Aufregung haben wir vergessen, unsere Sachen zu bezahlen. Das tut mir schrecklich leid. Ich bin ganz durcheinander. Naja, in diesem Fall glaube ich Ihnen das. Und wir bleiben jetzt immer ganz dicht bei Mama.
Wir hoffen, euch hat unsere Geschichte gefallen. Dann gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Ihr dürft unseren Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Dann werdet ihr immer sofort benachrichtigt, wenn es ein neues Video von uns gibt. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.